nutze ich noch mal die Zeit und mach mal ein paar Wege. Ich stelle so ein. Und einfach nur für alle Fälle auch mal so einen. Und da wird der nächste Gatherer gestorben. Das ist immer dasselbe. Ach, Steine. Nee. Hör mal, bloß nicht. Dirt Road. So, zack. Machen wir mal 18. Hätte ich anders machen sollen. Ich will doch hier auch ein paar... Ich will auch noch eine Farm bauen. Cropfield. Wann haben wir denn da? Toll. 14, 15. Jetzt sind natürlich die Dinger im Weg, ist klar. Scheiße. Remove Resources. Bums. Machen wir erstmal ein bisschen weg da. Warum mache ich da rein? Ich habe doch hier eins. Ha. Das sind nur normale, ne? Ja, ist egal. Ich müsste hier oben eigentlich eine Häuserreihe hinsetzen, damit die alle direkt hier an dem Ding arbeiten können. Aber die arbeiten hier alle. Die kommen alle von hier unten. Ist auch nicht so weit, ist auch nicht so viel weiter weg. Ist schon, glaube ich, schon ganz vertretbar, denke ich. Kann man, glaube ich, so machen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Behaupte jetzt einfach mal, den hätte ich andersrum drehen sollen. Naja, ist zu spät. Kann ich aber auch mal fertig bauen, das Ding. Und da oben das kann ich ja wieder rausnehmen. Erstmal. Denn Eisen ist direkt mal low. Wo ich Eisen mal hier oben einsammeln könnte. Das ist, nee, das, ich wollte gerade sagen, das war kein Eisen. Um Gottes Willen. Das wäre es ja gewesen, wenn das alles Eisen gewesen wäre. Dann hätte ich aber gelacht. Das wäre es ja gewesen, ey. Und unsere Pfirsiche sind auch fleißig am Wachsen, am Tun. Am Machen und am Wachsen. Schade, geht nur bis 11. Ich brauche gar keine Bilder. Hier für das Ding. Ich brauche nur Laborer, die den Kram einsammeln. Was machen unsere Salatköpfe? Und unsere Paprika. Komm, dann nehmen wir das Ding auch direkt mit. Und die zwei Bäume, die hier stehen, sammeln wir auch noch ein. So. Dann ist hier alles kahl. Und den einen machen wir auch noch. Also zwei. Zwei? Naja, da steht einer. Gucken wir mal hier unseren Blick auf die Felder. Ist eigentlich ganz cool hier mit den Feldern. Eigentlich ganz geil geworden. Ah, hier wird auch fleißig gesammelt. Und, oh, jetzt haben wir aber richtig viel Laborer. Können wir mal den Farmer wieder voll machen? Ich mache diesmal nicht so wenige wie sonst. Immer nicht nur einen. Haben wir ja gesehen, wie das endet. Dann sterben wieder drei Leute und wir haben ein Problem. Ich lasse jetzt mal ein paar. Ich mache immer nur nach Bedarf. Eigentlich, wir haben überall Bedarf, also ist das nicht. Ich könnte auch in der Mine wieder einen mehr machen, aber... Und wir haben Nahrungsmittelüberschuss, deswegen die jetzt alle hier helfen, weswegen jetzt ohne Ende Leute ankommen und die ganzen Dinge abholzen. Ich weiß gar nicht, warum ich dann Felder baue, wenn ich Nahrungsmittelüberschuss in die Blöde habe. Und da ist schon der erste gestorben.
Die Frage ist einfach eher, wenn ich noch 13, 4, 15, 16, 17, ich habe immer noch 3000 im Plus. Ja, da kann ich auch noch ein paar Häuschen bauen. Da kann ich noch ein paar Häuschen bauen, eigentlich. Eigentlich müsste ich hier echt ein paar einsetzen. Ganz ohne Witz jetzt. Eigentlich müsste ich das echt machen. Ich könnte hier eine Reihe hinsetzen. Warum eigentlich nicht? Da kommt eh keiner mehr hin. Also kein Feld. Oh, so vier Stück. Reich ist genau ein Feld breit. So, was bauen wir hier an? Squash. Bauen wir da an. Habe ich mir gerade überlegt. Was auch mal Squash ist. Ich meine, es ist was wie Gurken. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es jetzt Gurken sind oder was anderes. Sagt eigentlich die Uhr. Alter Finne, ich muss gleich mal aufhören. Wir haben 3:15. Das ist nicht gut, ey. Ich spiele schon wieder viel zu lange. So, das Feld bleibt aus. Da kommt keiner drauf. Da kommt dann irgendwas anderes hin, wenn ich weiß, was da drauf soll. Wenn ich das nächste abgesammelt habe. Ich könnte natürlich jetzt irgendwas hiervon nehmen, aber wir haben genug zu essen. Das soll nicht daran scheitern. Das wird daran auch definitiv nicht scheitern. Denn wir bauen jetzt schon wieder nochmal 4 Häuser und die kommen wieder nicht hinterher, weil die aufgehört haben zu arbeiten, weil die Felder zu voll waren. Und der Trading Post ist wieder da, mein Freund. Und der hat Schafe dabei, das gibt's nicht. 3000. Sind das die teuren Schafe? Ne, es sind die billigen Schafe. Ich könnte 4 Schafe kaufen auf einen Schlag. 4 Schafe auf einen Schlag. Ja, komm, ich kaufe mal 2. Das reicht eigentlich. Ich muss nicht so viel Zeug ausgeben. Komm, mal 2 Schafe. Soll ich die im Winter kaufen? Egal. Wir haben Schafe. Leute, wir haben alle Tiere, die man haben kann. Alle 3. Es gibt nur die 3, leider. Wo kriegen wir jetzt ein... Okay, wo machen wir jetzt weniger Eier? Oder bauen wir noch einen Stall? Ich würde sagen, wir machen erstmal Bams. Jetzt können wir mal gucken hier. Das machen wir jetzt noch eben. Jetzt geht es nämlich hier rund in dem Dingen. Jetzt geht es hier drin nämlich richtig ab. Also aktuell Chicken 78. Gucken wir mal, wie viel noch überbleibt. Die legen natürlich auch fleißig weiterhin Eier, solange die noch da sind. Aber die dürften jetzt gleich, weil wir auf 25 von 0 gestellt haben, dürfte es jetzt gleich losgehen. Die wissen wahrscheinlich nur nicht, wo sie anfangen sollen, weil das Ding hier, ne, das Ding ist gar nicht so voll. Was macht ihr denn, ey? Something to eat? Something to eat. Achso, die gehen erstmal was Fretten holen. Ich wollte jetzt eigentlich hier voll das Schlachtfest machen und was ist? Nix ist. Der geht irgendwo Eier holen, glaube ich. Ja, der geht Eier holen. Da oben auch nochmal. Der geht auch nochmal Eier holen. Die sind ja genug da. Die liegen überall welche rum. Und die kommen dann alle direkt in den Trading Post. So, ist die Farmerin gleich mal wieder da? Oder die Herdsman? Herdsfrau? Da ist ein... Dümmer, der gehört aber nicht rein. Leute. Was ist denn jetzt los? So, machst du jetzt mal hier Hühnchenschlachtung, bitte? Die große Hühnchenschlachtung. Los, ich will was sehen. Klopp, klopp, klopp. Und chop, chop, chop. Und chop, chop, chop. Und noch mehr einsammeln. Und chop, chop, chop. Wieder welche weg. Und nochmal. Chop, chop, chop. Guck mal, wie viel der jetzt schon hergestellt hat. 108. Und da geht noch was. 114. Bam. Und wie der da alles tragen kann, einfach mal. Wenn wir mal da reingucken, wie viel die jetzt dabei hat. Hoho, 42 und 30. Krass. Die ist auch educated, ne? Die ist auch, kennt sich auch voll aus. Und dann haben wir endlich Schafe. Also, die da. Guck mal, da sind sie. Die muss ich ja nochmal in den Fokus nehmen. Einmal hier. Oh, guckt mal, wie toll die sind. Unsere Schäfchen.
Das sind unsere Schäfchen. Endlich haben wir mal welche. Endlich haben wir mal ein paar Schäfchen. Das finde ich gut. So, hier wird fleißig gemetzelt weiterhin. Das ist die doch, ne? Ja. Hoho, mit Reis, mit fleißig Zeug dabei. Also im Gegensatz zu sonst, ne, sieht man direkt. Leider kann ich nicht empty klicken, weil sonst. Ich kann die leer machen, aber dann laufen die nur woanders hin. Das heißt nicht, dass die alles so. Und Student, 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 Born, Born, Student, Student. Wir sind wieder nur bei 95. Wir waren doch schon bei 105 oder so. Wie können wir wieder unter 100 gefallen sein? Wenn wir da so viele Kinder immer haben. Ich verstehe das immer nicht. Das ist echt. Manchmal ist mir das ein Rätsel. Na, jetzt hat sie Zeug weggebracht. Glücklicherweise muss sie nur bis hier hinlaufen. Jetzt holt die Eier. Komm, du sollst nicht die. Ah. Wir sind da drin? 18 noch. 17. Ich will die eigentlich nur in dieser Folge alle tot sehen. Das hört sich auch fies an. Jetzt legen die vor allem zwischendurch drin immer noch Eier. Wird auch kein Mensch fertig. Derzeit setze ich mal noch einen Farmer. Auch noch einen Farmer. Ist eigentlich egal, ob ich einen Farmer mache oder nicht. Weißt du was? Ich mache keinen Farmer. Ich mache. Ach komm, wir machen den Farmer und dann machen wir aber auch nochmal einen Vendor. Obwohl, ne, wir lassen mal die zwei. Jetzt sind es immer noch 11. Gehen wir weg. Wo willst du hin? Achso, hier ist kalt. Ich habe bald bessere Mäntel. Ich habe bald hier Schafe und dann habe ich die super warmen Mega-Mäntel. Dann haben wir die Mäntel schlechthin. Hör mal, dann ist euch so warm, Jungs. Dann friert keiner mehr von euch. Dann müssen die nämlich auch nicht mehr so oft zurücklaufen, um sich aufzuwärmen. Sondern können direkt irgendwie 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre auf dem Dingen bleiben. Das ist sehr viel besser dann. So, immer noch 11. Ich will jetzt endlich mal das Ding lässt. Na komm. Schaffen die das noch in 2 Minuten? Hm? Wenn die Tante sie mal bewegen würde, würde die das vielleicht schaffen. Und wenn ich da noch einen zweiten hinzufüge. Ach, das hört's mit Scheiße. So. Los. Möge das Schlachten beginnen. Also weiter. Boah, jetzt nimmt die Eier. Komm. 10. Kommt da schon der nächste, der schlachtet? Sehe ich so aus. Ah, da ist unser Vendor. Guck mal hier. Der sammelt Zeug ein. Wie süß. Ist ja auch sehr putzig. So, da liegen vor allem diese riesigen, diese kleinen Hühnchen und dann diese riesigen Hähnchenschenkel, die da überliegen. Mein Gott. Na, die kam von da oben. Die zählen nicht. So, dann wird weggebracht. Oh, jetzt geht die wieder zu essen holen. Sind immer noch 5. Die schafft immer noch 5. Aber eigentlich müssten wir doch jetzt noch. Müsste doch jetzt noch jemand kommen, der hier noch mitmacht. Weil hier sind einer drin, hier ist einer drin. Der trotzdem immer noch zurechtkommt, lustigerweise. Mach ich noch einen Fischer? Mach ich noch einen Hunter? Noch ein Farmer. Ich brauche bald eh noch einen Herdsman. Dann kann ich jetzt schon mal das Ding auf. Kann ich nicht nochmal? Kann ich nur maximal 2. Ich kann hier aber mal 2 machen und noch einen Herdsman einstellen. Da haben wir 7 Stück. Schaden tut es nicht. So, 5. Oh, da ist jemand Neues. Noch 4. Und dann haben wir immer noch 2. Haben wir nicht, gerade noch 3. Sind alle gewesen? Die anderen sind schon wieder tot. Ja, dann lassen wir die 2 mal. Bilder brauchen wir momentan eh nicht. Und die letzten 4 Hühnchen. Ja komm, ich mache die Folge eine Minute länger, weil ich will jetzt diese 2 Schafe noch in dem Gatter wissen. Ich will die jetzt da drüben drin sehen. Sonst kann ich nicht beruhigt einschlafen. Und ich werde gut schlafen. Ich werde sehr gut schlafen, denke ich. So, komm mal hier und mach mal. Komm, das sind noch. Und wieder ein Laborer mehr. Jetzt sind wir wieder bei 99. Das geht doch. 99, 15, 15. Das sind ordentliche Zahlen. Das gefällt mir schon eher.
Ja, wir haben von allem eigentlich genug. Das ist ganz schrecklich, dass wir von allem genug haben. Wir müssen, dürfen uns nicht allzu sehr... Es kommen ja immer noch mehr Students, aber wir kriegen schon lange keine Kinder mehr. Von daher, ich darf immer nicht so lange damit warten. Ich muss gleich schon wieder neue Häuser bauen. Wobei wir eigentlich... mal da die Häuser fertig bauen können. So, als Idee. Kommt, drei Hühner. Wie sagt der, einen Huhn nur getötet? Komm, mach nochmal. Zwei Stück schaffst du da wohl. Komm, eins. Block weg. Und noch eins. Jetzt bring nicht das eine Ding weg. Willst du mich verarschen? Hat er alles dabei? Ja, der hat noch Eisen dabei. Wie sagt der, Eisen dabei, der Junge? Jetzt mach nicht so ein Hackmeck für zwei Hühner. Und jetzt haben die wieder Eier gelegt. Oh. Ich brech zusammen. Komm schon. Noch mehr Laborer. Wie viel war nämlich so viel zum Thema eine Minute überziehen? Ich will doch nur diese zwei Hühner noch da wegkriegen. Das kann doch nicht so schwer sein, diese zwei Hühner da noch zu killen. Ja, jetzt kommt der wieder an. Komm schon. Da sind zwei Leute für zuständig. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Der nimmt jetzt erstmal die Eier mit. Komm, jetzt haust du das Huhn über den Haufen. Das Huhn von mir ist auch. Danke. Sammelst du das ein und... Ernsthaft. Wo will der eigentlich hin? Picking up Resources. Warum picking up Resources? Du sollst einen Huhn töten. Oh, schade, wird einer gestorben. Was denn? Ein Forester. Auf Old Age. Aber wir haben zum Glück fast immer nur Old Age. Also, es hätte schlimmer kommen können. Ist es so langsam gerade? Nee. Habe ich mir eingebildet. Okay. Weil wenn das Ding so langsam wird, ist meistens irgendein Desaster. Das ist nicht gut. Dann ist meistens nämlich alles scheiße. So, komm, ich will das eine Huhn jetzt doch tot sehen, bitte. Mach doch mal bitte hin. Das kann doch nicht so schwer sein, weißt du was? Hallo? Bleiben die denn? Nö, brauche ich nicht. So, Hühnchen ist leer. Schieb. Und rüber mit euch, bitte. Komm. Schäfchen, lauf. Schwimm doch nicht. Hüps. Und zack, im Gatter ist es drin. Oh Gott sei Dank. So, wir haben Schafe. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen wieder in einer neuen Folge Banished. Bis dahin mit noch mehr Spaß, Spannung, hoffentlich mehr Leuten und nicht ständig nur Verreckenden. Aber momentan läuft es ja eigentlich am Ende hin, läuft es immer ganz gut. Immer dann, wenn ich gerade aufhören muss. Ärgerlich. Und dann auch mit Wollklamotten. Vielleicht läuft es ein bisschen besser. Bis morgen. Tschüss.